Hallo, heute wollen wir uns einmal anschauen, mit was für Medikamenten gegen Depressionen entgegengewirkt werden kann. In diesem Clip geht es dabei um erst einmal die Vorstellung der Medikamente, was es für welche gibt, was die einzelnen Wirkstoffgruppen bewirken, gucken wir uns dann in separaten Clips an. Die typischen Medikamente zur Behandlung von Depressionen sind Antidepressiva. Dabei unterscheidet man verschiedene Arten von Antidepressiva. Zum einen gibt es die klassischen Antidepressiva, dann gibt es die sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dann gibt es noch die sonstigen neuen Antidepressiva und es gibt die sogenannten MAO-Hemmer. Als zweite Wirkstoffgruppe zur Behandlung von Depressionen gibt es die sogenannten pflanzlichen Antidepressiva. Die dritte Wirkstoffgruppe, die zur Behandlung von Depressionen eingesetzt wird, sind die Benzodiazepine. An vierter Stelle kommt das Element Lithium. Die fünfte Wirkstoffgruppe, die zur Behandlung eingesetzt wird, sind auch Antiepileptika. Und zu guter Letzt kommen noch die Antipsychotika, die auch zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden. Ja, das war die Zusammenfassung der Wirkstoffe, die es gibt, die bei Depressionen eingesetzt werden können. Bitte beachtet, dass das nicht unbedingt vollständig ist. Es gibt sicher noch andere Wirkstoffe, die bei Depressionen eingesetzt werden, die ich jetzt nicht genannt habe. Die einzelnen Wirkstoffgruppen mit ihren Wirkweisen und ihren auch eventuellen Nebenwirkungen gucken wir uns nochmal in separaten Clips an. An dieser Stelle danke ich euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer MK.